Kreisliga-Best-of. Rudelbildung, Foul, Kreisliga-Fans und Fails. Zu dem Zeitpunkt, wo wir uns das jetzt anschauen, hatten wir gestern mit dem SSV Harztag unser allererstes Spiel. Wir konnten aber keine Leute ins Stadion lassen und wir haben es auch noch nicht gestreamt. Das erste Ligaspiel ist am 30.07. Der Vlog und die Highlights kommen morgen. Wenn ihr es auf YouTube seht, sind die wahrscheinlich schon da. Und es war unglaublich geil. Es war unendlich geil. Das hat so viel Spaß gemacht. Das war genial. Also, das war einfach so krass. Fußball ist so gut, auch wenn man nicht so gut ist. Vielleicht macht es dann sogar noch mehr Spaß. Wir gehen rein. Also, erstes Heimspiel, wo Leute ins Stadion können, 30.07. Zweites, 13.08. Immer Samstag, 20 Uhr. Tickets hauen wir noch raus. Instagram-Kanal machen wir auch noch, dass ihr da immer im Laufenden seid. Ja, momentan können wir nur 1000 Leute ins Stadion lassen. Das ist ein bisschen nervig. Da müssen wir noch, das muss noch höher bekommen. Wegen des Platzsturms, das ist ein bisschen dumm. Ich glaube, wenn wir nochmal einen Platzsturm haben, dann können wir das nicht, gar nicht mehr Leute reinlassen. Dann können wir nur noch streamen. Das wäre ultra low, weil das ist schon geil mit Stimmung. Die Auswärtsmannschaft hatte circa so 50, 60 Fans da und wir hatten vielleicht 10, beziehungsweise unsere eigene Mannschaft. Wir hatten ein Heimspiel und das Auswärtsteam hatte stärkeren Support als wir. Das ist so peinlich. Das ist so peinlich. Das ist so peinlich. Ich fass es nicht. Genau das gleiche hatten wir auch mit 15, 16, so in der Pubertät. Da haut man sich auch mal auf den Fußballplatz und sowas und beleidigt sich und sowas. Aber die sind nicht mehr 15, 16. Die sind alle 30 und die hauen sich. Wegen eines Fouls. Die wollen sie jetzt auf die Fresse schlagen, weil der andere ihn gerade gefoult hat. Sauber! Das ist gut. Schön rausgespielt. Schön, jawohl. 2-2. Oh, viel zu spät. Viel zu spät. Warum denn? Ich mag so enthusiastische Fußballzuschauer. Viel zu spät. Warum denn? So, dreimal kann er nicht spielen. Eine Ansage. Oh, das schöne Stadion. Krasser Pass. Was macht denn der da für einen Ausflug? Was macht denn der nächste? Wie gesoffen gestern Abend oder was? Das war der klassische Alex Walter. Heute auf jeden Fall. Die sind sehr gut, das ist nicht Kreisliga. Ja! Nur mal vernünftig. Hochtal! Die können alle voll kicken. Raus da den raus! Immer dieses, das hat aber bei uns gepfiffen. Aber oh, der Clip so lange, hä? Stark, Kameraführung. Was war das für ein Clip? Der war voll low, der Clip. Bruder, alle. Der schön alles ableiten, ne? Wenn du auch nur einen Spieler hast, der Freistöße gut schießen kann, die Torhüter, da wird jetzt ja nicht in der Kreisklasse, in der Kreisliga die ganze Zeit Manuel Neuer im Tor stehen. Wenn du auch nur einen hast, der das Ding so ein bisschen aufs Tor kriegt in diesem Bereich, der wird ja dann jedes Mal ein Freistoßtor schießen können, ne? Wann kriegst du denn? Wir haben bei uns in der Mannschaft viele Leute, die schlecht sind, also so nicht schlecht, aber die nicht so krass sind. Wir haben irgendwie Reapers, Hanky, Umatra, Chef Strubel, G-Time, Spendi und noch alle. Da nicht. Aber wir haben ja auch so 2-3 gute Kicker, die auch mal einen guten Freistoß beschießen können. Und dann ist es halt, kannst du halt schon Tore schießen. Okay, der war sehr gut geschossen schon. Also wenn er ein bisschen schlechter geschossen wäre, der wäre immer drin. Das ist halt hart. Die Torhüter sind keine Bots, die können schon ein bisschen was. Weiß ich nicht. Der Platz. Ja.
nicht so brechen, ne? Ich fass es nicht. Das ist es. Dafür haben wir den SSV Harztag angemeldet. Dass wir sowohl so ein Tor schießen, als auch so welche Tore kassieren. Guckt euch mal an, wie stark der Spieler hier direkt gestört wurde. Ja, er hat den Ball vorm 16er. Und der Verteidiger zieht sich zurück. Der Innenverteidiger macht keinen Weg. Der Sechser wahrscheinlich juckt es auch nicht. Keiner greift an. Er kann einfach von da schießen. Völliger Scheißschuss. Komplette Scheißparade. Tor. Es ist so geil. Es ist so geil. Und wenn der Torwart im Tor ist, dann trifft auch jeder Freistoß, der ein bisschen schießen kann. War ein Bug? Der war unhaltbar. Weiß ich nicht. Aber das liebe ich. Das ist es. Das ist genial. Also ich schaue entweder so irgendwie so eine Best-of-Messi-Compilation beim Fußball oder sowas. Das ist so drecksfaul, das ist so peinlich. Dafür solltest du viel länger. Dafür kriegst du Rot, aber wie lange ist dann die Rotsperre? Die ist ja immer nur so ein, zwei Spiele. Ich finde, für so eine Scheiße, dadurch könnte dich der Typ sein Außenband reißen oder sein Kreuzband und hat dann 70 Jahre lang Schmerzen und kann nicht mehr richtig rennen. Das sollte viel heftiger geahndet werden. Das, also jetzt, da ich jetzt übertreibe, aber vielleicht so eine halbe Saison oder eine ganze oder vielleicht sogar eine Geldstrafe. Das finde ich Katastrophe. Der kann sein komplettes Leben wegficken mit diesem Foul. Ihr wisst gar nicht, was da alles passieren kann. Auf der einen Seite sieht man den Fußballer, auf der anderen Seite ist da der Mensch dahinter. Bei uns alle. Alle. Wirklich alle. Hundertprozentig alle. Der kann den Ball doch gar nicht kriegen. Der ist 3 Meter vor ihm. Was, guck mal, was macht der denn da? Hä? Was ist der dumm? What the fuck? Der tritt voll durch im Sprinten. Der Ball ist 2 Meter weit weg und tritt ihn in die Haxen. Der kann sein komplettes Leben damit ficken. Ich finde nicht, dass ich übertreibe. Der wollte gar nicht den Ball. Guck hier, guck, wie das Bein aufkommt dadurch. Siehst du das? Stell dir vor, wie bei Eli bricht das Wadenbein. Oder der Meniskus reißt so ab, dass man das auch mit einer OP nicht richtig heilen kann. Und der Typ ist 22 und hat jetzt Knieschmerzen, bis er 80 ist. Und fickt sein komplettes Leben weg wegen der Aktion. Habt ihr so ein bisschen Verständnis? Wenig, so ein bisschen? Ist nichts passiert? Aber oft passiert dabei sowas. Rot. So. Und in 2 Spielen ist er wieder auf dem Platz und reißt jemand die komplette Kniescheibe raus, dass sie auf dem Platz liegt. Als Captain! Der ist sogar der Captain der Mannschaft! Ich fass es nicht. Wie gut sind die? Pyro ist scheiße, aber die Trommeln sind cool. Das braucht ihr auch. Ja, ich will Trommler haben irgendwie. Das sind geile Fans. Wieso haben die Ultras in der Kreisliga? Frag ich mich auch. Wie groß ist so eine Trommel? Kriegt man die rein? Voll geil für die Fans, die jetzt dastehen. Die sind voller Rauch und können nicht sehen und stinken und husten und brennen gleich. Yeah.
Der Trommler kann auch richtig gut trommeln. Das ist ein Profi-Trommler. Das ist vierte Liga. Der Edit, den Edit fand ich hier nice. Das ist ein geiler Edit. Die kommt mir zu viel recht vor, es wäre 2008. Foul im 16er? Ist das eine 6? Was ist das für eine Kackschrift? Sieht aus wie ein G. 16er plus 11 Meter. Foul im, ja, ich habe auch gelesen. Foul im Iger. Hä, was ist Iger? Ich schwöre, ich habe auch Iger gelesen. Ich dachte, das heißt ein Spieler oder ich dachte, was ist Iger? Digga, das ist schon so ein harter Ball, so ohne Beschichtung. Wenn man da so richtig durchzieht, allein dieser Sound, das tötet deinen ganzen Fuß. So zu harte Bälle sind ein Albtraum. Auch so glatte Bälle, die nicht so diese geilen neuen Bälle, die noch irgendwie so ein Muster drauf haben, wo so ein bisschen Gummi noch dazwischen ist, dass man den so richtig geil schießen kann, sondern wenn du ihn schießt, dass das so richtig klatscht. Und dann ist er so richtig hart. Bowlingkugel, ja. Es ist so, du Blinder. Der Dialekt haut alles wieder raus. Captain wieder rot, geil. Ey, sehr gutes Video. Es wird so viele Kreisliga-Best-Offs von uns geben. Das wird so bodenlos alles werden. Das ist geil.